meiner Hand halte ich das Motorizer Z8 von Motorola. Das Handy hat zwei Kameras, also es ist ein UMTS-Handy und für Videotelefonie befindet sich hier vorne eine kleine Kamera am Gerät. Diese kann man nur benutzen, wenn das Handy aufgeslidet ist. Wenn man dann nämlich hier ins Menü geht und dann zu Media Studio und dann kann man hier eben Kamera und Videokamera auswählen und die dann auch benutzen. So, ist das Handy zu, dann kann ich auch wiederum über das Menü und vor allem auch über die gleichen Menüpunkte die Kamera hier hinten am Gerät auswählen. Das ist eine 2-Megapixel-Kamera und ja, eben die Hauptkamera. Aber man muss eben auch erstmal wissen, dass man die aktiviert, wenn das Gerät zu ist und die andere, wenn das Gerät aufgeslidet ist. Da hilft dann aber ein Blick in die Bedienungsanleitung, dann weiß man das. So, jetzt gehen wir mal schön nah dran. So, ich habe hier mehrere Optionen. Bildgröße, Bildqualität, Modi, Effekte, Blitzmodus, Bildschärfe, Weißabgleich, Einstellungen und Hilfe. Und ja, hier oben habe ich noch ganz praktisch so eine kleine Taste, damit ich auslösen kann. So, das Foto ist gemacht und sieht eigentlich auch qualitativ ganz ordentlich aus. Ich kann noch mal ein kleines Stückchen näher dran gehen, dann sieht man das. Also da kann man eigentlich nicht meckern. So, was habe ich jetzt hier für Optionen? Ich kann es jetzt speichern, ich kann es verschicken oder ich kann es löschen. So, jetzt gehe ich aber erstmal wieder in mein Menü und gehe zum Menüpunkt Videokamera. So, jetzt habe ich hier meine Videokamera aktiviert. Auch hier habe ich Optionen und zwar Videoformat, Videoqualität, Modi, Effekte, Einstellungen und Hilfe. So, und jetzt möchte ich ein Video drehen. So, nehme ich jetzt schon auf. Ach so. Okay, also ich habe eben ein 3-sekündiges Video, glaube ich, aufgenommen. Werde ich nochmal abspielen. Ist jetzt nicht immer ganz scharf, aber von der Qualität her denke ich mal auch in Ordnung, vor allem auch von den Farben. Ja, insgesamt ist es aber ein bisschen seltsam, also hier mit dem Hochformat, wenn ich aber darauf gehe, ist es doch wieder Querformat, das ist so ein bisschen verwirrend gemacht, auch einfach die Tatsache, dass ich nicht sagen kann, so jetzt möchte ich die Kamera nehmen, jetzt möchte ich die andere nehmen, sondern dass ich das nur darüber eben auswählen kann, ob das Handy aufgeslidet ist oder zugeslidet ist. Das finde ich auch ein bisschen schade. Also ich finde es einfach ein bisschen unpraktisch gemacht, alles bei diesem Handy. Aber von der Qualität her sind die Bilder auf jeden Fall in Ordnung.